Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Oxygen Not Included. Die beiden haben wir letztes Mal noch gerettet, die hier unten geschafft haben, sich da einzuschließen. War natürlich wieder so eine Top-Geschichte von denen, das zu machen, ne? Schauen wir mal, dass wir das hier noch so ein bisschen hinkriegen. Da muss ein Ding hin. Wenn dies weg ist, können wir, ja, machen wir dann. Aber auf jeden Fall tut sich da jetzt keiner mehr. Oh, hier ist noch was gesperrt. Das heißt, wir müssen Granit ins Lager räumen können. Nee, das war nicht organisch. Das war Rohmaterial, oder? Granit. Da müssen wir hin. Okay, haben wir das. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wieder auf der Seite, dass das funktioniert. Gut, kann dann weggeräumt werden. So, wie läuft's sonst so? Hier sauerstoffmäßig geht das ja alles voran. Allerdings haben wir hier Schwierigkeiten mit Strom in den Batterien, ne? Obwohl, die große ist voll, alles klar. Wie ist denn unsere Forschung am Laufen? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal lieber rein. Ah, da oben ist was an. Das ist die Rutschstange. Okay, das macht auch Sinn, dass wir schneller überall hinkommen. Ja. Hier geht bald was kaputt. Da sollte man mal dran denken, das zu reparieren. Überlastung findet da schon statt. Super. Ja, da müssen wir das reparieren, ne? Ernte Pflanzen, fange Tiere, entleere Rohrinhalte. Ne, das ist alles das nicht. Lass uns die Prio mal ändern. Lass uns die Prio auf 9 machen. Gut, hier oben fehlt jetzt was? Eine Pflanze, ne? Ah, da ist aber noch eine. Kommt da rein. Hier müssen wir dann gucken, dass wir das mit dem Licht auch noch hinkriegen. Haben wir noch mehr? Nein, das war alles schon erst. Okay. Dann kriegen wir nur die dahin. Und was hat die hier zum Meckern? Achso, Dornblüte. Wasser fehlt da. Haben wir da kein Wasser dran? Ne? Doch, das Wasser ist da. Es kommt aber nichts an, weil das hier abgeschnitten ist. Weil hier voll ist. Okay. Das bedeutet, wir müssten das hier einmal cutten. Rohr zerlegen. Und da wieder anschließen, ne? Sanitär, Rohr. Und Rohr. So sieht's aus. Wie? Das ist schon so schnell fertig, aber das Cutten hat hier nicht geklappt, oder was? Ist das auch schon gemacht jetzt? Oh, das ist auch schon gemacht. Sehr, sehr krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, dann kommt da auch wieder Wasser hoch. Sollte dann nicht das Problem sein. Hier die Überlastung. Ja, die muss repariert werden, ne? Macht das schon einer? Ich glaube ja, ne? Oder? Ja, okay, das wird gemacht. Der Kühlschrank fehlt was. Da weiß man nicht, was man da reintun soll. Fleisch muss rein. Ja. Rohes Ei kann da auch rein. Okay, und die Medizin kommt da komplett rein, oder was? Medikamente, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die im kompletten Zustand da reinzustecken. Okay, wir haben eine Überlastung. Da müssten wir eigentlich zusehen, dass wir das jetzt so ein bisschen managen, dass das nicht mehr passiert, ne? Aber hier läuft auf jeden Fall jetzt Wasser durch, ist das richtig? Ja, Wasser ist bis hinten hin da. Jetzt fehlt uns natürlich Dingens, wie heißt es? Ja. So, da muss aufgeräumt werden. Hier fehlen ein paar schöne Sachen, ne? Wir müssten auch mal ein paar Skulpturen kriegen, damit es schöner wird, ne? Das fehlt uns auch. Wie sieht's denn aus? Nahrungsmangel. Wir haben aber 9627 Nahrung da. Forschung ist abgeschlossen.
Das war es aber nicht. Krankenstation haben das jetzt hier. Krankenstation, ist das die? Achso, wir machen da gar nichts, ne? Können wir denn eine Medizinpackung produzieren? Mach mal eine, oder? Eine Heilpille? Warum nicht auch? Dann machen wir auch zwei. Gut. Gut, er ist hier auch schon so weit, dass da was passieren kann, ne? Okay, so räumen wir auf jeden Fall auf. Hier oben geht auch schon wieder das Strom kaputt. Da müssen wir mal gucken, dass wir das mit dem Strom noch in den Griff kriegen. Wie weit sind wir jetzt hier unten? Da sind wir schon mal so weit, dass das ist. Dann können wir den zerlegen. Hier ist irgendwas drin, was mir nicht gefällt. Kohlendioxid, Chlorgas. Wo kommt das Chlorgas weg? Hier weg oder was? Hier ist ganz viel Chlorgas, oder? Wo kommt das weg? Ha? Ne, nicht Lüftungsoverlay. Das brauchen wir. Nicht atembare Luft. Aber wo kommt hier das Gas weg? Hier ist ja ganz krass, oder? Wie sieht's hier aus mit den Keimen? Die werden immer weniger. Alles ist gut. Forschung wurde abgeschlossen. Rutschstange und Wärmetauschplatte haben wir jetzt. Okay, da ist die Wärmetauschplatte. Und hier ist die Rutschstange. Die Rutschstange. Kannst du auch gleich hier hinbauen dann, oder wie? Geht die hier vorbei? Geht die bis dahin? Ne, da geht sie schon mal nicht. Das ist schon mal doof. Hier ist noch Rutschen möglich. Rutschen wir da noch weiter. Ja, da müssen wir hier die Dingens hier abbauen, ne? Das Gasventil muss woanders hin. Das könnte man da einbauen, oder? Geht das so? Dass wir es einfach so direkt dahin machen und dann wird das da reingebaut? Und das könnte dann weg? Jetzt haben wir die Prio von dem Gasventil. Die setzen wir mal gerade auf 9. Ja, das hat funktioniert. Dann machen wir das mal so. Und das zerlegen wir dann, das Gasventil. So, und dann müssen wir noch gucken, dass die Lüftung da durchgeht, ne? Weil das tut sie dann nicht. Aber jetzt schon. Lass mal nochmal Lüftung angucken hier. Macht er was oder macht er nichts? Naja, der macht aber was, ne? Weil hier geht's wieder zurück, sieht man, ne? Und hier muss auch noch was her. Das ist ja ziemlich schwierig mit dem Gasventil, ne? Er ist hier die ganze Zeit am Rackern, ne? Hier wird auch gearbeitet, wir kriegen auch Strom. Aufgenommen, aufgenommen stand da. Hier ist das schlecht hier, dass das am Ende das mit dem Wasser hier ist, ne? War jetzt nicht so die prickelnde Idee. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier? Fertigkeiten machen wir erstmal ihn hier. Herzchen hat er nur da. Dann kann er auch besser tragen, das ist alles gut. Dann nochmal hier, Koloniezusammenfassung. Haben wir, sie werden besser. Ja, das ist klar, dass ich besser werde. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und dann haben wir noch eine Blaupause. Decklet Eye.
Strecklettei. Möchten wir noch einen Mitarbeiter haben? Tierzucht und Stärke, Wissenschaft, Tierzucht, Graben. Luftverbrauch erhöht. Kann Bauernaufträge nicht durchführen. Also wenn, dann wäre er hier links derjenige. Kann dekorieren Aufträge nicht durchführen. Hat einmal hat er Moralbonus erhöht und dann kann er nicht. Hier haben wir drei Eier. Also er wird schnell krank, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn dann Tierzucht Raben, das sind natürlich Sachen, wo ich ja sage, das könnte man noch gebrauchen, ne? Komm, den drucken wir noch und dann ist fertig. Da brauchen wir noch ein Bett. Das kommt dahin. Und wir müssen gucken, dass wir noch Dingens machen. Unseren Plan hier noch. Haben wir da überhaupt was dran gemacht in der letzten? Nee, haben wir nicht, wie wir sehen. Das ist schon mal ganz schlecht. So, dann müssen wir ganz schnell nach oben scrollen. Travaldo geht schon mal hier hin. Travaldo geht da hin. Dann neuer Plan. Wo sind denn hier die Möglichkeiten der Badezeit? Erste ist voll, letzte ist voll, vorletzte. Ich glaube, dieser Bereich ist noch komplett frei dann, ne? Ja. Das bedeutet, wir machen die Badezeit hierhin. Die Freizeit packe ich mal da ein, in der Hoffnung, dass ich das dann richtig habe, ne? So. Sieht so aus, dass das passend ist. Gut, dann brauchen wir Frankie und Barney. Hier unten meinen. Barney. Und Frankie. Wo ist Frankie da? So, wie viel sind dann noch oben über? Noch Ari ist dann da. Einer wäre noch. Lassen wir mal da drei. Und wir kümmern uns drum, dass wir ein Waschbecken mehr kriegen. Aber wir haben drei Waschbecken. Und dann geht's ja. Ach so, wir haben sowieso genug Waschbecken. Weil wir das ja hier schon am Umbauen sind. Okay. Dann muss hier noch was abgebaut werden. Das kann weg. Dann haben wir hier die drei Waschbecken. Dann muss da eine Tür hin. Dann ist das auch schon ein Waschraum, oder? Und dann Sanitär. Eine Toilette. Boah, eine Dusche wäre natürlich top, oder? Eins, zwei und da kommt dann noch der dritte hin und der Kompost muss weichen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sanitärrohre verbinden wir. Das wäre so passend. Und wir brauchen eine Wasserbrücke, eine Rohrbrücke, die wir nicht dahin bekommen. Die wir dann... Das war falsch. Nochmal. Die Rohrbrücke. Ah, super. Die mit O gedreht wird. So müsste es hinkommen. Dann brauchen wir das normale Rohr. Und da angeschlossen. Sollte dann funktionieren, ne? Schmutzwasser wird schon abgedrückt. Vom Händewaschen sieht gut aus, oder? Okay, das ist soweit erstmal zu Gange.
Könnte klappen, oder? Sauerstoff. Die haben alle dicke Backen, ne? Da passt was mit dem Sauerstoff noch nicht hier. Aber es wird reingepumpt. Es wird immer weniger Kohlendioxid. Na, den Kompost, den müssen wir noch umsetzen. Aber wohin? Er kommt dann hier vorne hin, oder wie? So, erste Toilette. Richtige Toilette haben wir jetzt auch. Allerdings fehlt es da noch unten mit den Rohrleitungen. Aber jetzt sollte das schon funktionieren, oder? Ja. So, blaues Wasser kommt rein. Passt also. Zweite Toilette wird auch fertig. Das bedeutet, dass wir hier eine auf jeden Fall schon mal abbauen können, oder? Ja. Ne, das ist Waschbecken. Wir wollen hier eine abbauen. Zerlegen. So, und dann? Wie groß ist dieser Raum? Müssen wir gucken, weiß ich auch noch nicht. Da kommt jetzt der hin. Und der kommt da hin. Dann wandert das nach da. Diese Tür kann nur in diese Richtung benutzt werden. Ups, das war genau die falsche. So rum. Das heißt, die können nur da zur Toilette und dann da auch wieder raus. Hier wird auch nur in einer Richtung Hände gewaschen. So, passt. So, die Toilette ist weg, das passt. Das bedeutet, das zerlegen wir. Und das auch und das auch. Das kann alles weg. So. Okay, das bedeutet, der Komposthaufen müssten wir verschieben. Ist die Frage, ob wir ihn hier vorne reinmachen? Ich denke schon, wir machen den nachher hier vorne rein. Ja. Waschbecken haben wir jetzt drei da. Das bedeutet zerlegen. Er ist jetzt hier noch im Pott gegangen. Und ist glücklich, ne? Zerlegt gleich was. Krass, oder? Toiletten sind aber da. Ja. Komposthaufen. Da haben wir ganz viele Sachen, ne? Ja, Veredelung. Packen wir den da rein, aber machen wir erstmal so. So, die gehen da alle hin, die gehen auch da auf Toilette. Jetzt gucken wir, dass sie auch die Hände waschen. Und nach da vor allem weggehen. Der geht nach da weg? Ah, ich weiß schon warum. Weil die Tür natürlich weg ist, die ich eingestellt habe. So, sie wäscht sich die Hände und geht dann auch da weg. Dann passt's. Da wird der Kompost gemacht. Den deaktivieren wir gleich, wenn der nämlich fertig ist. Und hier bedeutet auch noch da raus. Ja, sieht gut aus. Machen wir so. So. Nahrungsmangel 4000. Kolonieerfolgerung.
Den haben wir schon geguckt. Objekte beschädigt. Da, wo sie nicht hinkommen, ne? Das ist auch doof. Naja, da müssen wir da jetzt gucken, dass wir da was ändern. Das ist ja viel zu niedrig, sehe ich gerade hier. Viere wären da gewesen. Naja, schade, ne? Was machen wir da jetzt? Machen wir so. Und eine richtige Luftschleuse dahin. Und dann machen wir es hier auf. Irgendwo. Er muss ja hier sein, ne? Die Frage, wann die da weitergehen. Er holt da unten was weg. Das ist ja auch schon mal cool. Die Rutschstange wurde gut benutzt, aber die können wir auch gerade ergänzen, sehe ich noch. Dann kann man da auch weiter ganz runterrutschen, ne? Die ist auch fertig, naja. Ich weiß gar nicht, geht da auch noch hin? Naja. Er ist so ein schäbigen Matschregel, so ein Shit. Oh, da fehlt es auch noch ein Stück. Ich dachte, das wäre schon passend gewesen, aber ist es nicht. So, die Schleuse ist da, das heißt, wir können das hier zerlegen und bauen dann da noch schnell eine Treppe rein. Und hoffen, dass das dann da klappt. Kann man das da hinbauen? Nee, das ist wegen dem Gasfilter nicht möglich, oder? Jetzt ist die Frage, ob die dann da hinreichen, ob das da hinreicht. Jetzt ist natürlich das... Sauerstoff ist hier unten nur noch dran. Ne? Machen wir gerade bitte das und das auf volle Leistung. Okay, er macht das schon. Das ist schon mal cool. Ist die Frage, ob das da hingeht. Wahrscheinlich nicht. Bedeutet, wir müssen das anders erschließen. Hier ist es richtig, ne? Mit der Höhe. Da auch. Das bedeutet, wir machen das so. Und dann gehen wir hier hin. Bis da. So funktioniert es erstmal, oder? Der ist kaputt. Wegen Überlastung wahrscheinlich. Intelligente Geschichten brauchen wir jetzt. Wir haben keine Forschung. War ja auch letztens fertig, ne? Tierfutter. Hier ist die erste elektrische Batterie. Intelligente Batterie. Stromregelstation. Passt. Läuft. Machen wir erstmal. Ich weiß gar nicht, es sieht so aus, als ob das Wasser weniger wird. Dann wird was rausgeholt, oder? Hier unten ist schon einer kräftig am Arbeiten. Kommt der da hoch? Ja, ne? Ja. So, dann bedeutet das auch gleichzeitig, wir können hier das bis da durchziehen. Und ich mach's auch hier zu. Vielleicht werden wir das als Wasserbecken oder Bassin oder wie das auch immer ausgesprochen wird, machen, ne? Hier ist natürlich jetzt die Frage, warum ist hier Dingens so viel Chlorgas? Wo kommt das her? Hier unten weg? Hm. Ist die gute Frage, ne? Ist auf jeden Fall reichlich Chlorgas da unten. Machen wir hier. Machen wir da. Das ist auf jeden Fall so.
Das muss auf jeden Fall so. Das auch. So sieht's richtig aus, ne? So passt's erstmal. So, die sind ordentlich am Klamotten holen hier und auch am Bauen. Das ist schon mal gut. Kohle gab es da, okay. Das heißt, unser Generator hat auf jeden Fall Leistung. Und jetzt geht es hier hinten auch schon weiter. Tja. Jetzt ist hier schon der Sauerstoff drin. Das heißt, das Ding zerlege ich wieder. Das funktioniert nämlich jetzt hier nicht, da haben wir ja Mist gebaut. Die Pumpe muss da oben werden jetzt hin. Das Ding hätte auch da unten stehen können, ne? Ja, wir bauen das mal so, dass das auch richtig ist hier. Zack, zack, zack. Die Leiter kommt da auch nicht hin. Oder? Nein, das Teil braucht 4. Das heißt, diese Leiter hier muss weg. Das gefällt mir da nicht. Nochmal das dahin. Und das Ganze kommt hier hin. Und das kommt da weg. Das funktioniert da jetzt so. Ja. Machen wir hier gerade die Prio neu. Das will ich jetzt hier fertig kriegen als erstes. Der muss nochmal weg. Weil ich möchte dann eine Luftschleuse reinbauen. So, die Leiter kommt, das ist schon mal gut. Graben. Hier. Passt. Okay, das klappt alles mit dem Abbauen. So, das ist schon mal passend. Jetzt wird hier auch das fertig gemacht. So, die Schleuse muss als erstes dahin. Und wenn die Schleuse ist, reißen wir oben das Ding ab. Die Pumpe kann zerlegt werden erstmal. Die kommt da oben hin. Lüftung. Machen wir dann um. Lüftung kommt dann dahin. Das wäre schon mal richtig. Und die kommt auch nach da. Ne, warte mal, die Pumpe hat den Auslass oben rechts. Doch, das würde so bedeuten, es geht dahin. Ne, warte mal. Mach das nochmal weg, das ist falsch. Also der Anschluss wird unten links sein. Und der kommt von da, das passt. Das heißt, wir müssen hier eine Brücke rüber haben. Mach das mal weg. Lüftungsbrücke. Drehen. Die muss dann dahin. Geht aber dann nicht jetzt wegen der Pumpe. Okay. Müssen wir abwarten, bis das hier fertig ist. Hier wird ordentlich gerackert. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Hier muss was passieren, bitte. Die Schleuse hat keine Prio, also machen wir da eine raus.
So, Wasser könnte... Ich glaube, es wird weniger, meine ich. Ja, der hat ja auch gerade wieder was geholt. Oh, wir haben hier noch was zu machen. So, er hat jetzt schon mal diese Herzchen aller Kunstgrundlagen dekorieren. Machen wir. Da mal einen Koch und da unten aufräumen. Wie sieht denn das aus? Mit einer macht das schon. Kann auch zwei machen. Und hier unten haben wir noch jemanden, der noch gar nichts hat. Schweres Graben. Haben wir einen. Fortschritt, Forschung haben wir. Ah, das können wir auch zwei Mann machen lassen, weil wir haben ja erst einen Platz frei dann. So, kurz gucken. Er könnte schon einen zweiten Körper aufhaben. Er auch. Bird kriegt Grillen, oder? Oh Mann, ist das schwierig. Nein, das passt schon. Er ist hier schon der Obermeisterkoch. Hat auch verbesserte Tragfähigkeit, ne? Das passt schon. Super schweres Graben haben wir auch schon. Passt. Und passt. Okay, lassen wir so. Das ist erstmal alles ausgewählt. Setzen sich alle ihr Käppi auf. Das ist wichtig. Der Kompost ist jetzt zerlegbar, weil wir den ja haben. Dann können wir hier Toiletten machen, aber wir haben gerade ein Wasserproblem. Ein Abwasserproblem sogar. Ist hier der... wieso ist hier nicht fertig? Das ist das Problem, okay. Ich glaube, dann können sie das bauen, oder? Prio hoch machen gerade schnell, damit das Wasser wegkommt. Sonst kommen die auch nicht auf Toilette, ne? Schleuse war jetzt auch Prio. Okay, er holt sich die Luft darüber. Er macht hier gerade den Kompost. Okay, dann können wir hier zerlegen. Alles zerlegen. Alles zerlegen. Gut, okay. Aber wir sind jetzt soweit, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir hier fertig werden. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr eine Glocke anmacht, dann kriegt ihr eine Info, wann das nächste Video hochgeladen wird. Und ja, sonst sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Jukebox haben wir hier noch gerade. Warte, das machen wir gerade noch durch hier, die Batterie. Und wir müssen auf jeden Fall, bevor wir das nächste Mal wieder vergessen haben, irgendwas anmachen. Flüssig, was ist das denn hier? Entsalzer? Erzreiniger, ne? Mechanical Surfboard? Ne, brauchen wir auch nicht. Algendestillerie? Kanister, das machen wir als erstes, das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.